verschämt lächeln. Ja, Sephiroth ist ganz begeistert. Prima, dankeschön. Mikrofon. Jeder bekommt einen Abzug, sobald es entwickelt ist. Am Mount Nebel wurde ein Makoreaktor gebaut. Die kalte Bergluft von Nebel war die gleiche. Ab hier wird's schwer, mir nach. Oh, die Brücke. Alle fallen runter. Es scheint kein was passiert zu sein. Ist der Rückweg jetzt versperrt? Die Höhlen sind miteinander verbunden, wie Gänge im Ameisenhaufen. Oh, und Sephiroth, da scheint jemand zu fehlen. Es klingt hart, aber wir haben keine Zeit zum Suchen. Wir können nicht zurück. Weiter. Ab jetzt gehen wir gemeinsam. Okay, Sephiroth. Blitz 3 auf beide. Irgendwelche Fragen? Oh, holy crap. Guck mal, wie jung Cloud noch aussieht. Und Cloud ist Level 1 und Sephiroth ist Level 50. Wenn sonst nichts ist, spielt jemand Dota 2. Was ist das? Einige geheimnisvolle, löschende Höhle. Es muss die Makroenergie sein. Dieser Berg hat besonders viel davon. Deshalb wurde hier der Makroreaktor gebaut. Ich weiß nicht, wo ich jetzt lang muss. Oh, Gegner sind so unnötig jetzt. Also Sephiroth können wir natürlich nicht steuern, ist klar. Downstair. Miss. Downstair. Die können auch uns angreifen, also Cloud in dem Falle. Beben 3. Peng, OP, OP, shit. Die können auch uns angreifen, aber Sephiroth belebt uns einfach wieder. Ach, hier oben musste ich hin, genau. Und was ist das? Ein Makrobrunnen. Er ist ein Wunder der Natur. Er ist so schön. Wenn der Makroreaktor weiter die Energie aufsaugt, dann trocknet dieser Brunnen auch aus. Materia. Wenn man Makroenergie kondensiert, dann entsteht Materia. Man sieht Materia nur selten in ihrem natürlichen Zustand. Übrigens, warum kann man, wenn man Materia benutzt, auch Zauberkräfte verwenden? Du warst Soldier und weißt nicht einmal das? Das Wissen und die Weisheit des alten Volkes ist in der Materia enthalten. Wer dieses Wissen besitzt, kann frei über die Kräfte des Landes und des Planeten verfügen. Das Wissen hat eine Wechselwirkung zwischen uns und dem Planeten und beschwört Zauberkräfte darauf, zumindest wird das behauptet. Also, Zauberkräfte, eine geheimnisvolle Kraft. Hab ich was Witziges gesagt? Ein Mann sagte mir einmal, ich solle nie unwissenschaftliche Begriffe wie geheimnisvolle Kraft benutzen. Es sollte nicht einmal Zauberkraft genannt werden. Ich weiß heute noch, wie wütend er war. Wer war das? Hoyo von Shinrin Corporation. Ein unerfahrener Mann, der die Arbeit eines berühmten Wissenschaftlers übernehmen sollte. Er war voller Komplexe. Ein Makrobrunnen, das ist also Wissen des alten Volkes.
muss der Makoreaktor sein. Der sieht ganz anders aus als der, den wir kennen. Oder die, die wir kennen. Auf rein da. Endlich haben wir es geschafft, aber wir haben es ganz schön umständlich gemacht. Tifa, warte hier. Ich gehe auch rein, ich will es sehen. Nur autorisierte Leute dürfen rein, hier lagern die Firmengeheimnisse von Shinra. Aber pass auf die Lady auf. Mann! Dann pass lieber gut auf mich auf. Diesen Reaktor haben wir schon mal gesehen in einer Erinnerung. Damals war Tifa hier drin. Und hat gelitten, offensichtlich. Das ist Genova, oder? Das Schloss geht nicht auf. Deshalb die Funktionsstörung dieses Teil ist kaputt. Cloud, schließ das Ventil. Warum ist es kaputt gegangen? Jetzt verstehe ich, Hoyo. Aber selbst wenn du das machst, reißt du nie die gleiche Ebene wie Professor Gast. Das System kondensiert und gefriert die Makroenergie, wenn es funktioniert. Was wird aus Makroenergie, wenn sie kondensiert wird? Achso, sie wird zu Materia. Ja, normalerweise. Aber Hoyo hat was anderes da reingetan. Schau mal. Wie schaust du denn da rein? Schau durchs Fenster. Ui. Was ist das? Soldiers werden mit Marco übergossen. Ihr seid anders, aber immer noch menschlich. Aber was sind die? Sie wurden viel mehr Marco ausgesetzt als ihr. Ist das eine Art Monster? Genau. Und Hoyo von Shinra hat dieses Monster gemacht. Mutiere lebendige Organismen mit Makroenergie produziert. Das sind diese Monster wirklich. Normale Soldier? Heißt das, du bist anders? Sephiroth? Nein! Wurde ich... Wow! Wurde ich auch so gemacht? Bin ich so wie all diese Monster? Sephiroth! Du hast doch gesehen, sie waren alle Menschen. Menschen? Unmöglich. Seit ich klein war, habe ich immer gedacht, dass ich anders als die anderen bin. Irgendwie besonders. Aber nicht so. Ach du Scheiße. Jetzt gegen das Mistchen kämpfen. Oh, Alter, das war mal ein Mensch. Bin ich ein Mensch? Ich habe damals nicht verstanden, was Sephiroth meinte. Ich war fassungslos, dass Shinra Ungeheuer produziert. Verdammte Shinra, je mehr ich darüber höre, desto mehr hasse ich sie. Wer hätte gedacht, dass der Makroreaktor ein solches Geheimnis bergen würde? Das würde erklären, warum es in letzter Zeit so viele Ungeheuer gibt. Ich glaube, wir sollten Cloud genau zuhören. Findest du nicht auch, Barrett? Warum sprichst du mich an? Ich mach das jetzt zu Ende. Steckt seine Nase in Sachen, die nichts angehen. Cloud, warum erzählst du die Geschichte nicht zu Ende? Tifa, du hast also draußen gewartet. Ja.
Wir kehrten nach Nibelheim zurück. Sephiroth schloss sich im Gasthaus ein. Er versuchte nicht einmal mit mir zu reden. Und plötzlich war er verschwunden, stimmt? Stimmt's. Wir fanden ihn im größten Gebäude in Nibelheim. Die Bewohner nannten es Shinra Villa. Vor langer Zeit lebte dort von Shinra, lebten Leute von Shinra in diesem Haus. Unheimlich, das Haus. Keine Spur von Sephiroth, aber er hat diesen Raum betreten. Na hoppla, huch! Total unauffällig. Tür ist zu. Die ist offen. Na, da ist er doch. Ein scheinbar toter Organismus wurde in einer 2000 Jahren alten geologischen Schicht gefunden. Professor Gast nannte diesen Organismus Genova. X Jahre, X Monat, X Tag Genova als Angehörige des alten Volkes bestätigt. X Jahr, X Monat, X Tag Genova-Projekt gebilligt. Makroreaktor 1 zur Innenbetriebnahme zugelassen. Offensichtlich liest er Bücher. Oder liest ein Buch. Meine Mutter heißt Genova. Genova-Projekt. Ist das ein Zufall? Professor Gast, warum haben Sie mir nichts gesagt? Warum sind Sie gestorben? Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Gut, verpissen wir uns halt wieder. Sephiroth war nicht aus der Shinra-Welle gekommen. Er las weiter wie besessen das Licht, das kein einziges Mal ausging. Ah ne, denn das Licht ging kein einziges Mal aus, so. Gehen wir mal wieder runter. Sephiroth wirkt verändert. Huch.